Schaut euch das an, das ist der erste Mensch, der auf dem Mond war. Er ist wirklich der erste Astronaut in Brookhaven. Hä? Was geht denn da hinten ab? Ein Helikopter und ein Astronaut? Da müssen wir auf jeden Fall mal hin. Mal schauen, was die da machen. Ja, ich bin der erste Astronaut in ganz Brookhaven und werde es schaffen, unser Weltall weiter zu erkunden. Super, Astronaut! Super, Sie sind der Beste! Gibt es da auch Müll oben? Für diese Forschungen werde ich nach oben fliegen und sowas herausfinden. Super, die Polizei unterstützt solche gute Aktionen. Das machen sie sehr gut. Ich glaube, ich habe mich neu verliebt. Ein Astronaut. Oh. Hey, was ist das denn hier für eine Party? Alter! Hey, du, kennst du ihn etwa nicht? Der Astronaut, er war 3 Wochen lang im Weltall und nun ist er zurückgekehrt und möchte bald wieder fliegen. Was? Ein Astronaut? Er möchte ins Weltall fliegen? Wie cool! Für meine nächste Operation suche ich allerdings noch einen zweiten Astronaut, der mich begleiten würde nach diesem coolen Trip. Hey, ich würde mitkommen. Nehmen Sie mich mit ins Weltall. Im Weltall können wir Müll suchen. Alles klar, dich werde ich auf jeden Fall schon mal nicht mitnehmen. Ich kann nämlich keine Noobs vertragen. Es tut mir leid. Wer würde nicht einmal gerne ins Weltall wollen? Also ich ehrlich gesagt möchte nicht ins Weltall. Das ist viel zu gefährlich. Weißt du nicht, was da alles lauert? Zombies? Aliens? Aliens? Bist du dir sicher, dass es Aliens gibt? Papalapap, ich glaube wohl nicht an Aliens. Schreibt mal in die Kommentare, denkt ihr an Aliens? Ach, okay, man weiß es nicht. Es gibt so viel im Universum zu erkunden, da weiß ich gar nicht, ob es sowas vielleicht nicht wirklich doch gibt. Da hat er recht. Nehmen Sie mich, nehmen Sie mich. Nicht zu ungut, aber ich suche eine zweite männliche Person. Das ist überhaupt nichts gegen Sie. Ach, na gut, ist auch halb so wild. Ich glaube, ich hätte da eh nicht meine Haare machen können. Oh, okay. Mann. Aber sonst möchte anscheinend niemand dort hoch. Hey, wie wär's denn mit dir? Vor mir? Ja, ganz genau. Wollen Sie nicht vielleicht mal das Weltall erkunden? Also, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich ins Weltall gehen wollen würde. Doch, gehe. Los, du musst mitfahren. Also, zur Not bin immer noch ich dabei, ne? Ich habe hier auch so zum Beispiel das Müll-Equip-Sammler. Das ist das neueste Schrei. Noob, es tut mir leid, aber dich kann ich wirklich nicht mitnehmen. Dich kann ich dort nicht gebrauchen. Mann, ich weiß nicht. Soll ich wirklich mitkommen? Sie sind sowas wie ein geborener Astronaut. Ach, die anderen Leute sagen alle, ich soll auch mitfliegen. Und ihr, Freunde, sagt auch, dass ich mitfliegen soll. Na gut, ich werde mitfliegen. Alles klar, dann einmal bitte hier die Kontaktdaten ausfüllen und dich einmal hinter den Helikopter umziehen. Okay, das werde ich natürlich machen. So, okay, Freunde, wir werden uns jetzt umziehen zu einem Astronauten. Bäm! Alter, wie sehe ich denn aus? Wir können nun starten. Oh mein Gott. Hey, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, was denn? Nimm bitte diese Mülltüte für mich mit, da habe ich auch ein Stück aus dem Weltall. Na gut, dann hast du auch ein Stück aus dem Weltall und ich bedanke mich bei allen von euch und ich werde jetzt wirklich ins Weltall fliegen. Oh mein Gott, Freunde, es geht los. Sind Sie bereit? Alles klar, wir sehen uns dann. Da schaut sie eben ab. Tschüss. Oh mein Gott, es geht wirklich in die Höhe. Wow, wo sind wir denn nun? Wir sind tatsächlich angekommen. Zur Startbahn ins Weltall. Der Professor, also der Astronaut, hat also recht gehabt und... Wo ist der eigentlich? Naja, egal. Wir werden uns selber mal ein wenig umschauen. Der Astronaut hat uns ja hier hingebracht. Und wir werden jetzt raus aus die Erde fliegen. Und da fliegt schon jemand hoch. Wow, in Brookhaven. Okay, das dürfen wir uns nicht verpassen lassen. Wir müssen natürlich, zack, so hier einsteigen. Und dann fahren wir rüber auf die andere Insel. Dort drüben startet schon jemand. Und wie krass sieht das denn bitte aus? Da ist er gerade gestartet und fliegt komplett nach oben. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Der Astronaut hat sowas von recht gehabt. Mein erster Tag als Astronaut, den werden wir natürlich bestreiten. Und ich werde mich sowas von freuen darauf. Wir sind angekommen auf der Raketeninsel, wo wir gleich starten werden. Habe einen sicheren Flug. Vielen, vielen Dank. Und wenn ich hier auch hochspringe, dann habe ich hier so ein bisschen coole Effekte. Treten Sie hier ein. Oh mein Gott, Freunde, schaut euch an, wie riesig das ist. Dort oben steht schon sogar jemand, glaube ich, der mit uns gemeinsam fliegen möchte. Und ich bin gespannt, wer mit uns fliegt und vor allem gehe runter. Ah, warte mal, wir müssen jetzt mal den Fahrstuhl holen. Und dann können wir nach oben. So, ab nach oben bitte. Zack, Alter. Okay, ich bin sowas von aufgeregt, aber wir werden ja sehen. Hier brauchen wir jetzt erstmal nichts machen. Und jetzt geht es hier so die Warnungsschilder. Also man soll natürlich vorsichtig sein, denn das ist halt ein Raketenstart, ne? Das muss man dazu sagen. Und wir rufen erstmal den Aufzug und dann geht es weiter nach oben. Und dann fliegen wir gleich tatsächlich ins Weltall.
Und nun ist es soweit. Wir werden uns mal kurz noch einen Anzug geben. Ja, denn wir brauchen einen Anzug. Und nun steht unsere Rakete bereit. Guckt euch dieses Prachtexemplar doch nochmal an. Ich bin mega klein im Verhältnis zu ihr. Und ich würde sagen, wir sollten keine lange Zeit mehr verlieren, um uns hier reinzusetzen in die Riesenrakete. Wow, sieht schon beeindruckend aus. Okay, ich setze mich mal rein, so auf den Fahrersitz. Da können wir Launch drücken. Hier haben wir auf jeden Fall viele Sachen, die wir so anschauen können. Zum Beispiel die Meta, Sauerstoff und das alles halt. Aber ich würde sagen, Freunde, lasst alle meinen Daumen nach oben, dass wir jetzt starten. 3, 2, 1, es geht los. Wir starten die Rakete. Macht euch alle bereit. Du bist auf dem Weg ins All. Die erforderte Geschwindigkeit 25.000 Meter pro Sekunde. Okay, wir starten mal. Ich bin mal gespannt. Hallo, kann ich hier noch Rauch setzen? Okay, okay. Es geht direkt los. Die Raketen werden gestartet. 3, 2, 1, let's go. Oh mein Gott, da starten wir nach oben. Wie laut ist das denn, Freunde? Mein Trommelfeld platzt hier gefüllt und schneller. Oh mein Gott, okay, können wir das Ding jetzt steuern? Alter, wir starten. Okay, wir sind 500 Meter pro Sekunde und ja, 2000 Meter hoch. Alter, die Insel, wie schnell klein die wird. Und da oben wollen wir natürlich hin ins Weltall. Können wir hier drin irgendwas steuern? Nee, leider nicht. Aber ich glaube, wir müssen ja auf jeden Fall nur drinnen sitzen bleiben. Und wow, da geht es nach oben, weiter nach oben. Die Rakete sieht mega heftig aus. Und was passiert denn jetzt? Fangen wir an zu brennen oder was? Oh, ey, let's go. So, ich würde die gerne steuern können. Aber es scheint so, als wenn man die nicht großartig steuern kann. 1000 Meter, also 10 Kilometer sind wir schon nach oben. Und wir haben die Wolken durchquert. Was? Und da oben sehe ich schon ganz, ganz nah die Sonne. Uha, das geht ja richtig oben. Ey, wir sind schon 20 Kilometer nach oben jetzt. Ey, wir fliegen 2000 Meter die Sekunde. Und, ja, wir fliegen ein bisschen schief. Ich hoffe, wir stürzen nicht wieder ab, ja, Kollege? Weiter geht es nach oben. Los, Rakete. Wie cool sieht das denn aus, wenn wir Richtung Weltall fliegen? Oh Mann, mir gefällt das mega krass. Und gleich haben wir den ersten Schritt erreicht. Ich bin mal gespannt, kann man sehen. Irgendwas passiert da auf jeden Fall. Vielleicht gehen die ersten Triebwerke oder so ab. Mal sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was passieren wird. Ja, die ersten Triebwerke fallen wieder nach unten. Ihr seht es, die zwei großen Tanks, die fliegen wieder nach unten. Wir wurden abgekuppelt, sind jetzt nur noch klein. Also, was heißt klein? Wir sind trotzdem natürlich noch eine riesengroße Rakete und müssen weiter nach oben. Da oben sehe ich übrigens den Mond, wenn ich richtig liege. Ja, mal gucken, ob wir... Nee, das ist doch nicht der Mond. Hm, gibt es den Mond hier? Nee, ich sehe ihn gerade noch nicht und... Boah, guckt euch das mal an, wie drin ich hier sitze. Alter, hier ist alles verschlommen. Boah, Gott, ich bin hier mega eingequetscht. Und die nächste Stufe ist erreicht. Was ge... Wow, da sind so kleine Teile. Oha, so Solarpanels. Warte mal. Hallo? Sitze ich hier noch richtig? Muss ich überhaupt... hätte ich da nicht mitgemusst? Anscheinend ist doch alles in Ordnung. Ich habe keine Ahnung. Wir fliegen auf jeden Fall weiter nach oben. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Und jetzt wird die nächste Sache aktiviert und wir drehen uns. Yo, wir fangen uns an zu drehen. Wie cool ist das denn? Und ihr seht es, wir sind hier mitten in so einer Kapsel. Ich glaube, darüber kommen wir dann über diese Station. Hm, das wäre natürlich cool. Aber es muss weiter nach oben gehen. Wir brauchen 20.000 Meter die Sekunde, um ganz nach oben zu kommen. Wir wissen es. Und alle haben uns heute gratuliert, dass wir mit nach oben geflogen sind. Laut meinen Rechnungen lang zufolge sind wir jetzt 150 Kilometer über den Boden und werden es bald ins Weltall schaffen. Guck mal hier hinten. Ja, da sind wir auf jeden Fall im Weltall. Und hier drüben sind wir dann, glaube ich, an der Weltraumstation. Aber das ist noch ein kleines Stück. Wir haben gerade mal die Hälfte von unserer Experimenttour geschafft. Naja, wartet mal ab. Es dauert auf jeden Fall noch eine kleine Weile. Aber wir werden es sicherlich schaffen. Wir trennen uns. Warte mal, wir haben uns getrennt von dem Teil dort. Sind wir jetzt alleine? Wir sind jetzt noch eine kleinere Rakete. Wir werden Stück für Stück immer kleiner. Und ich muss sagen, hier ist so viel Technik dabei. Alter, Solarpanels und hier unser Düsenantrieb, mega krass, 170.000 Kilometer über den Boden, also nur 170, aber
15.000 Kilometer lang schnell. Wir werden tatsächlich Stück für Stück immer schneller. Und wir fliegen gerade mal 5 Minuten und 40 Sekunden. Also die Zeit vergeht hier mega krass schnell, wenn wir hier in dem Weltall sind. Jetzt sind wir gleich im ersten Punkt unserer Station. Wir sind schon ein Stückchen gleich im Weltall. 200 Kilometer über den Meeresspiegel. Also ich muss sagen, das ist mega, mega krass. Hätte ich niemals dem Astronauten zugetraut, dass wir so eine krasse Reise machen. Da drüben ist der erste Punkt. Ich weiß nicht, ich möchte auf jeden Fall zur Raumstation. Das wäre mein Traum. Und 25.000 Meter die Sekunde haben wir geschafft. Nun sind wir offiziell im Weltall. Und jetzt können wir uns entscheiden. Möchten wir wieder zurück zur Erde? Möchten wir zur Raumstation? Oder möchten wir uns auf den Mond schießen? Ich würde sagen, wir gehen auf den Mond. Ich glaube, der Mond wäre doch mega cool. Komm, schieß mich. Bist du dir sicher? Ja, es gibt kein Zurück mehr. Komm. Wir wollen auf den Mond. Na klar wollen wir auf den Mond. Tschüssi, kleine Erde. Dich werde ich erstmal so schnell nicht wiedersehen. Auch wenn ich dich mega, mega toll vermissen werde. Aber es ist nun mal so. Der Mond ist eine Sache, die man nie, nie wieder vergessen wird. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall hin, Freunde. 35.000 Meter pro Sekunde. Was wird nun passieren? Wir fliegen ja zum Mond. Hier ist der schneller. Okay, wir haben uns jetzt getrennt und dort fliegt unsere kleine Kapsel zurück zur Erde. Tschüss, kleine Kapsel. Und wir fliegen jetzt echt zum Mond. Und das dauert 3 Tage? 3 Tage waren wir nun unterwegs und sind, hier, kehre zurück zur Erde. Nee, wir möchten zum Mond. Geh zum Mond. Oh Gott, ich kann jetzt auch nur noch so hier sehen. Verlasse die Erde, lande auf dem Mond. Ich lande. Ja, wir wollen gemeinsam mal landen und koppeln uns ab, ihr seht es. Es geht mal auf den Mond mit so einer kleinen Kapsel hier, würde ich das mal meinen. Ja, das sieht echt cool aus. Und dann gehen wir runter. Achtung, da landen wir gleich. Oh mein Gott, wie cool sieht das denn aus? 20 Kilometer trennen uns noch vom Mond. Und da landen wir. Bäm, schaut euch das mal an. Wir sind auf dem Mond. Und das ist mega krass. Kaum Menschen waren hier vor uns und wir sind mit welche der ersten. 50 Meter trennen uns nur noch. Ich hoffe, ich finde hier keine Mondmenschen oder so. Außerirdischen und bam. Alter. Wir sind gelandet und können jetzt hier rausgehen. Zack, da laufen wir mit unserem Raumanzug. Boink, boink, buh. Geil. Warte mal, wir können hier... Ah, wir können hier Sand aufheben und dann haben wir so eine Probe. Oh, die habe ich jetzt weggeschmissen. Okay, warte mal, wir sammeln mal zweimal eine Probe auf. Geht das? Kann ich nochmal aufsammeln? Dann haben wir hier noch eine Fahne. Hey, die Vitamine Roblox Fahne. Und dann haben wir noch so eine Beobachtung. Und wir können ja mal dahinter fahren. Hier gibt es ja mega coole Sachen zu entdecken. Einfach ins Weltall geflogen von Brookhaven aus. Und wo soll ich meine Fahne platzieren? Ich denke mal, hier. Ich bin Vitamine Roblox. Vergesst das nicht. Vitamine Roblox war mit auf dem Mond. Und dafür lasst jetzt alle einen Daumen nach oben da. Da bleibt auf jeden Fall meine Fahne hängen. Und hier ist noch so ein Auto. Warte, da hinten läuft jemand. Hallo? Gibt es hier noch mehr Menschen? Warte mal, den werfe ich einfach ab mit meiner Sand- oder mit meiner Sandprobe. Und wie wir hier nach oben gebounced werden. Das sieht mega lustig aus, finde ich. Und können wir... Warte mal. Wir können damit fahren. So ein elektrisches Auto. Niet, niet. Achtung, aus dem Weg da. Wow, okay. Ja, gut, gut. Ich glaube, das, upsi. Achtung, hier kommt Versuch Nummer 2. Wow, wir müssen jetzt ein bisschen langsamer fahren. Denn ich kann null steuern mit den Autos. Ihr seht es, wie man die fahren muss, Alter. Hey, warte mal, mach mal Platz da. So, da hinten läuft noch jemand. Anscheinend wohnen hier sogar welche. Oh mein Gott, wie riesig das ist. Da ist sogar ein Truck. Da können wir nachher mal hingehen. Aber ich wollte unbedingt dort hinten. Da war ja so eine normale Station. Anscheinend sind hier mehrere Astronauten oben. Da hinten steht meine Rakete und ich fahre hier einfach tatsächlich durch den Mond. Wenn ich jetzt meine Rakete verliere oder vergesse, wo die ist, dann kann ich auf jeden Fall vergessen, dass ich hier jemals wieder rauskomme. Denn dann sind wir eingesperrt. Aber ich hatte doch hier irgendwo so eine kleine... Naja, wie soll ich sagen? So ein kleines Ding gesehen, wo alle so sich versammelt haben. So eine kleine Station. Wo ist die? Ich muss die auf jeden Fall finden. Und guckt mal, was ich da übrigens gefunden habe. Die Erde...
Ich habe sie wirklich gefunden, da an dieser kleinen Punkt auf der Landkarte. Und da ist die große Station, da wo ich hin wollte. Einfach die kleine süße Erde. Da haben wir sie gefunden. Und oh, nicht wieder umkippen. So, okay, ich bin wieder umgekippt. Ach, egal. Ich laufe zu Fuß die letzten paar Meter. Mit diesen Autos ist es ja wirklich furchtbar zu fahren auf dem Mond. Ich jumpe lieber hier. Und wow. Alter, so Kapseln, wo hier Luft produziert wird, die kleine Erde angeschaut wird und hier leben dann die ganzen Astronauten. Hallo? Was bist denn du für ein Auto? Yo, die sind ja... Okay, ich lasse das Auto mal. Die werden ja immer krasser. Weg hier! Oh mein Gott, und die Mondkreuzer. Also man kann sich hier sogar Sachen kaufen. Cool, diese Geländewagen. Hier, wie gesagt, wird Essen produziert. Dann haben wir Wassertanks, Lufttanks. Also wir haben hier echt alles, muss ich sagen. Wow, ey, warte mal. Nee, ich wollte nicht zurück zur Erde. Achtung, ich will auch eigentlich hier landen wieder. Und ich kann hier sogar reingehen in so eine Kapsel. So, Tür schließen. Dann machen wir hier, zack, den Druck angleichen. Denn da drüben können wir nämlich normal Sauerstoff atmen. Und öffnen. Bam. Jetzt können wir, glaube ich, zack, das entfernen und... Yo, wir sind ganz normal. Wir können hier ganz normal rumrennen. Und hier, warte mal, müssen wir wieder schließen anscheinend, ja. Und hier können wir uns sogar was zu essen holen. Alter, hier gibt es alles. Beobachtungen hier. Warte mal, Spitzhacke abholen. Wir haben jetzt einfach eine Spitzhacke. Wir können hier mega krass viele Sachen machen. Was ist mit den Proben? Erste-Hilfe-Set. Oh, okay, ich gehe mal auf jeden Fall wieder zurück. Zack, schnell schließen. Und hier... können wir so coole Sachen machen. Oder wir spielen einfach im Weltall Roblox. Natürlich nicht. Oh mein Gott, was haben wir hier noch so? Hier haben wir eine Dusche. Dann haben wir hier eine Toilette. Alter, was ist das denn hier? Erweiterte Plattform? Okay, hier kann man... Ah, hier kann man sogar noch Sachen machen. Cool. Okay, Freunde, hier geht's zum Exit. Also es gibt mehrere Exits anscheinend. Ich glaube, kurz erholen. Cool, wir können uns sogar... Ah, trainieren. Bam, bam. Okay, Freunde, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr noch wollt, dass wir zur Raumstation gehen, dann lasst alle einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos abonnieren, um keine neuen coolen Videos mehr zu verpassen. Schau hier noch rechts zwei andere coole Videos an. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss.